Willkommen zum Großen Preis von Österreich hier in Spielberg. Die Autos stehen schon für das Rennen parat und die Fahrer treffen gerade letzte Vorbereitungen. Die Ingenieure checken noch ein letztes Mal die Boliden, also sehen wir uns die Startaufstellung für das Rennen an. Und damit hallo Formel 1 Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und willkommen hier zum Großen Preis aus Österreich, gemeinsam mit meinem Lieblingsteamkollegen, nämlich den Even. Grüß dich! Wir sind top motiviert. Nach dem super Ergebnis von Monaco wollen wir heute wieder fleißig Punkte reinfahren. ja, kicken wir uns mal an. Ne? Also ich denke mal, für dich ist mehr drin als für mich. Ich hatte ja vorhin oder gestern ne, nach dem Qualifying schon gesagt, ich werde jetzt hier auf Primes gehen. Werde also mit dem harten Reifensatz bereits beginnen. Und das sieht dann so aus, dass 36 Runden fahren wir insgesamt. Runde 11. Er sagt mir trotzdem 3 Stops. Was sagt denn er bei dir? Auch? 3 Stops, ja. Also würde ich sagen, ich gehe Prime Option. Ich spare mir den Reifensatz. Könnte klappen, ja. Könnte klappen, oder? Also ich fahre rein, hole mir in Runde 12 oder so nochmal Primes und dann hole ich mir für den letzten Stint Options und probiere irgendwie so in die Punkte reinzufahren. Was hast du dir überlegt? Alles klar. Danke, Even. Ach komm, wir holen uns die Konstrukteursscheiße noch und damit ist Ruhe. Und haben jede Menge Spaß. Genau, kriegen wir schon hin. Ich muss halt auch mal langsam lernen, ein paar Punkte reinzufahren. Also so ein mieses Ergebnis wie gestern hatte ich noch nie. So langsam war ich noch nie. Ich stand noch nie ganz hinten. Das ist schon ein bisschen, entweder werden alle schneller oder ich werde immer langsamer, ich weiß es nicht. Oder es liegt einfach an der Strecke. Ja, genau. Es liegt an Österreich, tut mir leid. Gruß in den Süden hier. Nee, Quatsch, also die Strecke, die ist schon gut, aber mein Gott, das letzte Mal, dass ich Formel 1 gefahren bin, war bei der letzten Aufnahme, bei der letzten Koop-Sache, also es war Monaco und da standen ja alle Karten auf, ja, nach unten, auf Krieg, auf Niederlage. Also schlimmer als wie Monaco kann es heute auf gar keinen Fall werden. Oh, 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 sag das bloß. Probierst du auch 2 Stops? Wie's kommt, ich guck. Ich muss du, sehen, du guckst, halt. Okay. Oh, Forza Creeper hat den TS verlassen. Oh, Forza Creeper ist wieder auf dem TS. Ja, der hat eine Internetverbindung, das ist nicht von dieser Welt. Ich werde jetzt auch mal okay machen, dass wir mal hier starten können. Ich habe mal viel Glück, dass wir nicht abgeschossen werden und kein Abschießen. Also mir kann zumindest keiner hinten drauf fahren. Gut, ich bin auch der Einzige hier hinten, sehe ich gerade, der auf Primes unterwegs ist. Das mal umzumützen in einen Vorteil. Ja, ich hoffe. Also ich habe jetzt erstmal 11, 12 Runden vor mir, wo ich ganz entspannt fahren kann. Ich hoffe halt nur, dass der Zeitenunterschied zwischen Prime und Options nicht zu groß ist. Also Even, viel Glück davon. Ich drücke dir die Daumen. Mach uns stolz. Zeigos ist am Start stehen geblieben. Ich musste links auf dem halb auf dem Gras ihn überholen. Oh, Weibe, das war knapp. Hätte ich da nicht zurückgezogen? Ey, ey, ey! Was geht bei dir? Monterey verbremst dich und Chaos. Chaos? Haarnadel, ne? Pass auf, ich bin links, ganz links gefahren, weil Ray war ganz rechts. Aber Ray ist dann wahrscheinlich rübergezogen und Viper war in der Mitte, das heißt. Ne? Kannst du dir vorstellen, wie das gerade ausgesehen hat? Oh mein Gott. Ray hat sich dann total verbremst. Ich hatte Glück, ich habe das noch gesehen und bin dann zurückgezogen. Ich konnte auf jeden Fall nichts machen, ich war links, ich war vorne. Okay, Googie hat sich gedreht. In etwa 10 Minuten könnte es auf der Strecke starten. 10 Minuten starker Regen, ja schön. Gut. Dann 10 Minuten, dann das ist gut für meine Primes, Alter. Ich kann jetzt bis in den Regen reinfahren. Ich glaube nämlich, mal gucken, wie lange wir damit halt fahren können, ne? Mit den Weichen. Zeig uns wieder vorbei. Zeig uns leckt, ich glaube deswegen. Und Zeig uns hat mich abgeschossen. Nein. Ich kann den Schaden noch in Grenzen halten, nur Ray ist vorbei. Der leckt. Oh, Lukas, hallo. Der leckt richtig schlimm. Okay. Ich werde schon wieder ab.
Schon wieder abgeschossen? Ja, mit Viper hat mich jetzt abgedrängt. Ich war schon wieder ganz rechts diesmal, hab früher gebremst, hab Ray durchgelassen. Ja. Auf einmal schießt mir Viper von links in die Karre. Wo soll ich denn hin? Ich meine, auflösen kannst du dich auch nicht. Ich hab sogar erst überlegt, steche ich da bei Ray rein? Ich dachte mir so, lieber nicht. Was ist denn los? Das zweite Mal jetzt abgeschossen. Ja, Hitzköpfe mal wieder. Wenn ich achte, ja, wir waren da zu viert auf der Stelle, aber dann können sie es halt nicht versuchen. Ja, schon in der ersten Kurve oder so, wo wir auf einmal zur Seite gedrängt wird. Oh, ach, der Platz, ey. Die Rennkommissare haben das DRS aktiviert. DRS ist jetzt verfügbar. Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Renngeschwindigkeit. Ich bereite schon mal den Boxenstopps vor auf Intermediate. Das starke Regen, vielleicht kann man auch direkt auf Dings gehen. Meinst du direkt pokern? Ja. Müssen bald sehen. Oh, und ich bin ab. Ich wieder abgeschossen worden? Ach, ist mir egal, es geht ja für mich nicht mehr um die WM. Aber ja, ich werde jetzt letzter sein, ich muss in die Box. Schwert mir überholt, wie hieß er? Miss Let's Play oder wie hieß er? Let's Play Noob? Nee, Let's Play, der neue. Er ist auch Let's Play. Also Sparkplug. Ja. Ja, auf jeden Fall. Die duellieren sich. Ich fahre ganz normal aus der Kurve raus. Schwertbier verliert das Auto, aber anstatt dann weiter links zu fahren, fährt er einfach rechts in meine Karre rein. Ich bin kaputt. Ich fahre direkt Primes, einfach mal direkt. Alles andere macht keinen Sinn, Alter. Ich weiß halt nicht, was anfängt zu regnen. Ich kann auch erst in 15 Minuten anfangen zu regnen. Ja, ich bin Letzter. Drei Unfälle, ich hatte dreimal keine Chance, irgendwas zu machen. Es ist ein absoluter Witz, ey. Vor allem, weil die da vorne alle weiterfahren. Das ist. Wahnsinn, ne? Ja, zweimal konnte ich mich rausschlingeln, aber. Wenn die wenigstens auch Zeit verloren hätten, dann wäre es mir relativ egal. Es fängt bereits jetzt das Tröpfeln an. Hoffentlich bleibt das noch lange trocken, sonst hätte ich mir Options jetzt holen können. Aber ich dachte, vielleicht fängt es nicht direkt stark an zu regnen. Oh Gott, ey. Na, guck mal, wo Ray schon ist. Mach dir keinen Kopf. Probier das Beste rauszuholen. Gerade jetzt mit dem Wetter. Bedingungen weiß man sowieso nicht, was bei rauskommt. Ja. Trotzdem habe ich einen Boxenstopp, den ich opfern muss. Ja, das stimmt, ja. Und jetzt sind nur leider die letzten 10% auf die Chance auf der Weltmeisterschaft weg. Ja. Im Prinzip wäre bei dir vielleicht ganz gut gewesen, direkt auf Intermediate zu gehen. Nee, das hätte nicht funktioniert. Zu früh? Ja, da ist es besser, wenn ich nochmal zwei Runden mit den Reifen fahre, also. Da hätte ich die mir ja kaputt gefahren oder dann wären ja, das stimmt, ja. Sie wären langsam gewesen, also. Ja. Ich meine, ich habe in Monaco bewiesen, dass ich mit weichen Reifen auch schön querfahren kann. Schauen wir einfach mal. Ich werde jetzt sehr lang draußen bleiben. Kannst du bei Gelegenheit deinen Boxen-Heini, wenn du eine Kinect hast, mal fragen? Ich mach das Pad, D-Pad. Okay. Was soll ich denn fragen? Wegen Regen, ob das wirklich starker Regen ist, der da runterkommt. So schnell wie es anfängt zu regnen, denke ich mal ja, ich frage ihn mal jetzt. Starker Regen in 5 Minuten macht keinen Sinn, auf Winter zu gehen. Alles klar, danke. Hoffentlich gehen da welche auf Winter vorne. Also Haarnadel ist verdammt rutschig, passt da auf. Oh Gott, ja, die erste Kurve. Verwarnung kassiert. Konnte ich aber auch nichts machen.
Macht aber keinen Sinn, jetzt für ein, zwei Runden zu holen. Nein. Gut, die ersten haben sichtliche Probleme schon. Da sieht man halt, wer schön immer digital fährt. Hoffentlich ist das mit den Reifen jetzt das Richtige. Das ist so viel Zeit gut. Gut, die ersten fahren jetzt rein, Even. Es ist auch wieder am Rot, ich fahre noch nichts. Das ist noch kein Reifenwetter. Das würde keinen Sinn machen. Das sind die D-Pad steuern, ey. So wie es aussieht, ist es Zeit für einen Reifenwechsel. Die Situation ist nicht sehr einfach. Komm, ist Googie. Oh, jetzt ist es ein starker Regen hier. Alles klar. Starker Regen in 2 Minuten. Ja, ich werde jetzt reinfahren. Weil es ist schon verdammt rutschig, gerade in den langsamen Kurven. Ja, und ich hab noch die DRS aufgemacht. Geil. Du hast es bestimmt schon gemerkt, aber wir sehen jetzt Abnutzungserscheinungen an den Reifen. Sie sollten aber noch für eine Weile passabel sein. Gugi fährt aber auch nicht viel schneller als ich auf Trockenreifen. Okay, ich fahr jetzt rein, hol Regenreifen. Das Ding wird jetzt richtig runterkippen hier. Sparkplug war auch drin. Jetzt geht die lustige Boxenstrategie los. Jetzt die Frage, wer geht auf Inter, wer geht auf Regen? Ich guck schnell, also Gugi hatte schon Regenreifen drauf. Er war gerade gleich schnell wie ich. Ray hat Regen, Viper hat Inter, Pace hat Inter, Let's Play Noob hat Inter, der neue Sparkle Dingsens hat Inter, Cypress okay. Hat Inter, Mackie hat Inter, Schwertbär hat Inter. Es fahren nur 4 Fahrer oder so auf Dingsens. Deswegen führt glaube ich auch, ne Viper noch nicht, aber die sind eigentlich, die haben falsche Entscheidung getroffen. Ja. Also Even, hier ist noch was drin. Na, hoffe ich mal. Da kommt mir vielleicht auch mein Vierer-Setup ganz gut entgegen. Das hat direkt schon 2 geholt. Auf Inter. Aktuell werden die Regenreifen verdammt heiß. Ja, es dauert noch ein paar Runden. Ich bin jetzt auf Mager runter, die Strecke ist verdammt spritfressend. Die Mercedes-Crew macht sich für einen Stopp bereit. Wir wissen noch nicht, welcher Fahrer reinkommt. Schauen wir mal. Pommel war schon wenigstens in der Box. Sparkplug. Natürlich bitte für alle, die jetzt im Intermediate drauf gemacht haben. Ja, die dürfen jetzt in den nächsten Runden richtig Probleme kriegen. Ja, bald schon, ne? Aber ich hole auch nach vorne. Okay. Also, die fahren immer später bei den hier. Welchen Platz bist du? Ja, der letzte noch. Okay. Aber ich könnte mir gleich einen holen. Also Schwertbär ist auf jeden Fall auf Inter unterwegs, wie ich das gesehen habe hier. Ja, wie gesagt, es sind nur vier. Andere. Also ich glaube 5 insgesamt nur auf Wettbewerb gewesen. Alles klar.
Das heißt, es müssten ja eigentlich 8 andere noch in die Box. Ja. Okay, Spark war jetzt schon in der Box. Habe ich vielleicht gleich auf der Geraden schon? Ja, die Reifen sind viel besser. Spark, das war eng. Gut, Schwertbeer dreht sich fast hier. Ich habe extra Gas weggenommen und er fährt trotzdem nicht vorbei. Was ist hier los? Wahrscheinlich hat er auch viel Gas weggenommen. Ah, ich glaube, Viper war jetzt in der Box und da fahren noch 2 andere in die Box. Okay. Jetzt eine gute Pace hinlege, könnte ich ja vielleicht noch mit viel Glück aufs Podium kommen. Ja, hier stehen noch 2 in der Box. Boah, wie viel Regen das hier ist. Es haut richtig runter, ne? Ich bin jetzt vor auf 7. Ich bin 10. hinter Psychos. Weil das Geile ist, wir können mit den Regenreifen durchfahren, ne? Stimmt. Ich bin vorbei an Psychos. Lukas spielt Brummkreisel in der Haarnadel. Googie hat sich gedreht, Flügel ab. Ja, 8. Sauber. Ah. Mackie vor mir ganz langsam. Ich glaube, der ist noch auf Inter unterwegs. Ja. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber er fährt so langsam hier. Oh, ich habe beide in einer. Oh. Ich bin 6. Ja, du bist hinter mir, sauber. Ja, diesen Let's Play musste abbremsen. Mackie auch. Angst. Steht wieder einer Box? Ja, die mussten rein. Die hatten. Jetzt bin ich 5. 6. meine ich. Du sagst, wenn du hinter mir bist, ich lass dich vorbei, ne? Das weißt du. 5. Boah. Heute fahren wir Punkte rein, Even! Oh, sieht richtig gut aus für uns. Ja. Für dich freut's mich auf jeden Fall. Hoffentlich kannst du es halten. Die anderen catchen dich ja wahrscheinlich noch. Mal gucken. Uiuiui. Die Haarnadel ist so böse zu fahren. Ja. Ich muss immer noch meinen Rhythmus finden. Bin jetzt hinter dir gleich. Ja. Ich lass dich auf der Geraden jetzt vorbei, okay. Ich bleib rechts, zieh du links durch. Gib Feuer, gib Feuer, gib Feuer, gib Feuer, 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 Feuer. Kann Gas geben, sorry. Okay. Danke. Jo, hol sie dir, los. Aber ich versuche auf jeden Fall, ja, Forza-Kurve vor mir, den könnte ich auf jeden Fall noch catchen. Podium ist noch drin, ne? Bremspunkte werden auch immer früher jetzt. Ja, das haut ja immer mehr runter. Nein, nicht Boxenstopp, bin ich denn bescheuert? Ach mein Gott. 6,2. Alles in den D-Pad zu steuern ist echt das Schwulste überhaupt. Ja, auf dem Lenkrad bestimmt. Auf dem Controller ist es ja schön nah. Ja. Ich hole auf Ray, aber das ist nur so weit weg. Werde ich nicht aufholen.
Roter Köper hole ich auf in riesen Schritten auf. Okay. Ja, Ken wird mich jetzt gleich überholen. Ken hatte sich, glaube ich, hinter mir irgendwann mal weggedreht gehabt. Er war direkt hinter mir, weil er ja in der Box war. Ich muss halt auch mit Sprit ein bisschen taktieren. Ja, ich fahre mal im letzten Sektor, mager. Mich würde ja mal interessieren, wer Zweiter ist. Bestimmt Pace Gamer und nee, der hatte ja Inter. Gut, Ken ist durch. Wie man mit einem 5er Setup am Ende so schnell sein kann, ist mir echt ein Rätsel. Im Regen, ohne Flügel. Der Creeper jetzt. Eine Sekunde, 1,1. Trotz der Creeper vorbei. Okay, sehr schön. Viper konnte Zweiter bleiben, obwohl er wechseln musste. Oha, wie hat er das ja, denn? Marvin fährt mir in die Karre. Mein Gott, du Spacken, echt. Aber nicht gedreht. Nein. Aber trotzdem, immer dieses in die Karre gefahren. Das verstehe ich auch nicht. Man weiß doch, das ist, was man hier früh bremsen muss, auch im Trockenen. Ja. Das ist halt typisch Marvin, da kann das einfach nicht anders. Respekt an Viper, der konnte sich trotz der Inter ganz schön lange vorne halten noch, dass er immer noch Zweiter ist. Ich bin jetzt bloß ein Siebter. Ich werde gleich Achter werden, weil Pace mich auch noch holen wird. Aber da hast du eine große Lücke. Eine ganz, ganz große Lücke. Ja. Ich versuche noch Viper zu catchen, das sind 10 Sekunden, das kann ich schaffen. Aber du musst, glaube ich, noch mal reinkommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber meine Reifen sind vorne schon gelb. Leicht. Ja, so wie der Horizont aussieht, würde ich sogar fast behaupten wollen, dass es aufhört zu regnen irgendwann. Aber durchhalten halt, das schaffen die Reifen nicht. Regen soll sich aber nicht verziehen. Ich habe übelste Tonprobleme. Meine Reifen sind übrigens auch gelb. Ja, also das schafft man doch nicht durchzufahren. Auf Ray ruhig auf. Und okay. Wenn er mit der Linie fährt, bin ich immer weiter als bin immer weiter vorne. Natürlich. Gut, hier vorne wird fleißig gecuttet. Oh. Ey, irgendeiner redet doch hier. Ich verstehe das nicht. Wieso, hä? Ich höre Leute reden. Ja, manchmal habe ich auch das Gefühl. Bilden wir uns wahrscheinlich ein. Und Hot Cash steht in der Wand, der ist 12. Kein Frontflügel. Okay. Und Dingsens habe ich auch schon überrundet, Spark. Das heißt, Punkte sollten, also wenn du jetzt kein Müll baust, sind Punkte locker drin. Ja. Der Cookie steht komplett, der steht immer noch. Wie gesagt, nach hinten hast du eine Menge Zeit. Ja, ja.
Und er wurde disqualifiziert. Ja, weil er zu lang stand. Ja, auch, vielleicht ist sein Lenker ja auch ausgegangen. Die Chance ist relativ gering. Könnte ja sein können. In zwei Runden wäre ich reingeholt für neue Reifen. Ja, das ist zu früh. Das ist zu früh. Wann sind wir reingekommen? Ich weiß es nicht mehr. Ne, ich bin relativ. Ich glaube in der 7 oder so. Müssen wir noch ein bisschen länger fahren. Aber die Reifen sind halt echt platt. Das merke ich halt vor allem in den schnellen Kurven. Ja, aber 3 Stop macht keinen Sinn. Und dann bleibe ich halt so lange draußen, wie es geht. Wir müssen halt schon ungefähr die Hälfte damit fahren. Und er hat die Session verlassen. Aber ich fahre halt Kurven mittlerweile schon 2 Gänge niedriger. Jetzt überholt mich Pace. Wir müssen schon 121 bestimmt rein, wenn es spät oder frühestens. Ja. Oder auch nicht. Bin immer noch vorn. Ist wirklich bitter. Ray hat einen Fehler gemacht. Ich. Boah. Ach, bitte, wenn man sieht, dass man so schnell fahren kann, aber wenn man so einen Rückstand von 20, 30 Sekunden hat, dann. Ja, ja. Ist dann nicht mehr viel rauszureißen. Aktuell hole ich verdammt schnell auf Forza Creeper auf. Ich hole auch auf Viper auf, sind jetzt nur noch 8,1. 3 Sekunden bei mir. Also ich denke mal, Viper kriege ich noch. Wenn dann alles so läuft, wie es laufen soll. Ach, das ist ein Scheiß mit diesem D-Pad, ey. Weil sobald ich schalte, macht er das Menü zu. Oh, jetzt dreht sich fast. Nein, nein, nein! Flügel ist ab. Oh nein. Musst du jetzt versuchen durchzufahren bei dem Einsatz? Ja, meine Reifen sind halt durch. Aber wie gesagt, das hätte keinen Sinn gemacht. Da fehlt es zu viel Zeit. Ja. Aber die anderen haben auch noch eine Runde Rückstand, das schaffst du noch mit Punkten. Ja, Flügel ab. Bei dir auch? Ja. Keine Ahnung, was das war. Ich habe, glaube ich, einen Körb mitgenommen und er hat mich dann ausgerissen. Tja, muss ich jetzt auch Regenreifen nehmen. Bist du mit Inter gefahren die ganze Zeit? Nein, aber einen neuen Satz jetzt. Okay. Also echt keine Ahnung, ich fahre auf einmal, der Körb hat mich schon rausgerissen. Wie in Monaco. Na. Hat man doch schon mal das ganze Thema, ne? Tja, da muss ich die Reifen jetzt 17 Runden lang halten lassen. Ach, ist das eine Scheiße schon wieder. Also trotz der super Taktik, Platz 8 ist... naja. Ach, die Jungs kommen jetzt schon aus der Boxengasse raus. Schön für euch. 8 Sekunden, 9 Sekunden, ihr seid doch ein... naja. Jetzt bin ich Vorletzter. Wahrscheinlich, weil sie bei mir gerade reingegangen sind. Ich bin Vorletzter, ey, das kann nicht sein. Die anderen müssen noch in die Box. Ja, aber der Typ sagt, ich muss nochmal rein. Aber ich fahre nicht nochmal rein. Ich fahr jetzt durch. Vor allem sind wir ja auch noch bei leichtem Regen gefahren. Das hat die Reifen noch kaputt gemacht. Das stimmt, ja. Jetzt sind unsere Reifen so viel schneller, jetzt müssen wir aufholen. Die haben die Reifen nicht gewechselt, Alter. Nicht? Nein. Ist immer noch gelbe? Ja. Oder hast du im Training 2 verbraucht? Nein, ich bin ja im Training überhaupt nicht mit Regenreifen gefahren. Ach stimmt, wir haben ja. Ja. Dann hast du einen Reifenbug, oder? Ja. Ja. Dann ist das Rennen für mich gelaufen, das war's. Kann ich im Prinzip jetzt das Ding in der Wand setzen und fertig ist. Also wenn du keine neuen Reifen kriegst, dann... also wahrscheinlich würdest du Options oder so kriegen, aber... den gleichen Reifensatz kriegst du jetzt immer.
Das ist doch ein Witz, ey. Ja, ja, die Reifen, das sind genau dieselben. Die sind so rutschig. Ich drifte jetzt gerade um die Strecke. Ich habe echt keinen Bock mehr auf den Scheiß. Wirklich. Ich habe keine Lust mehr. Even, ich mach Rage Quit, echt. Das ist. Mach, das ist. Ist ein Scheiß. Hat auch wieder am Start schon mit mir begonnen. Jetzt auch dein Pech schon wieder. Oh, ey, ich kann das nicht mehr sehen, echt. Ja, ich würde mal sagen, ich halte jetzt die Aufnahme an. Ich werde mit Even jetzt noch ein bisschen weiter plaudern und wir hören uns dann in der Nachbesprechung wieder. Ja, tut mir leid, liebe Leute, an alle, die jetzt zugeschaut haben, aber ihr habt ja selber gesehen, das konntest du einmal vergessen. Das Spiel will's nicht, soll halt nicht sein. Gut, wir sehen uns dann gleich in der Nachbesprechung wieder. Bis denn. Bis denn. 2 hours later. Willkommen zur Nachbesprechung vom großen Preis von Österreich, Cookies Heimcompris. Der noch nicht beendet hat. Glückwunsch an den Ray. Da sag ich dir für eine Glückwunsch. Glückwunsch. Dankeschön. Ja, Glückwunsch an den Sieg. An der Stelle darf ich kurz mal sagen. Ja klar, fang an. Am Start, das war schon mal ein Riesenkuddelmuddel. Dann war das mit Lukas und wer war das noch? Lukas, du warst mit irgendjemandem mal in der... Nee, wahrscheinlich, oder? Nee. Was? Lukas war in einer Dreiergruppe, das weiß ich, mit zwei Leuten. Und er hat da übelst geleckt. Wahrscheinlich. Ja, die ganze Lobby war am Ruckeln. Mitunter. Ich konnte euch nicht wirklich einschätzen. Also, sorry dafür. Egal, was ich gemacht habe, sorry. Also, Ah, sorry. Ja, ich bin fertig. Okay, dürfte ich gleich vorsitzen. Marvin hat bereits auch gequittet. Irgendwie, ich weiß nicht, er hat sich bei Pace aufgehangen. Auf jeden Fall ist dann gequittet. Er ist jetzt gegangen. Und er wollte noch fragen, dort bei der Kollision Richtung Boxeneinfahrt, Lukas. Er wollte fragen, wolltest du in die Box oder? Ich habe halt gedacht, er wäre nicht neben mir gewesen, ganz komisch. Da ist bei mir auch dann der Bug aufgetreten. Ich hatte ihn ja überholt gehabt, weil er ja kein Spoiler hatte. Und ich habe halt weit ausgeholt. Du kannst die Boxen ja relativ weit außen anfahren. Ja. Und ich habe gedacht, ich wäre halt massiv vor ihm, weil er halt vorher so extrem langsam war. Und deswegen dachte ich, kriegt er die Kurve auch nicht so schnell. Deswegen habe ich ihn nicht wahrgenommen. Dadurch hat es mich dann quergestellt und dann, was das Geile war, auf die Start-Zielgerade resettet. Konnte eine ganze Runde nochmal mit den kaputten Reifen fahren. War richtig geil. Deswegen ist das Rennen am Ende so schief ausgegangen bei mir. Okay. Ja, also wenn ich da getroffen habe, tut es mir leid. Das war keine Absicht. Das war dann von mir Fehleinschätzung. Ja, ja. Sorry dafür. Auf jeden Fall. Was aber auch noch war, da war Viper. Also wir waren zu viert in der Kurve mit Googie unter anderem. Ja, genau. Da hast du ja Viper berührt. Hast du dann Googie berührt und der hat mich berührt? Weil ich habe mich einmal komplett gedreht, ohne Schaden. Genau, ja. Das war, ich war außen, Viper war innen und ich war halt außen auf dem Körper, weil ich beschleunigen habe. Bin dann leicht nach rechts gegangen, bin ihm an den Reifen getischt von Viper. Und bin dann links nach rüber und da war Googie komplett in der Auslaufzone. Also er war ganz außen in der Auslaufzone, wollte komplett außen rum vorbei, wo er hätte nicht vorbei dürfen können, theoretisch. Aber dadurch bin ich nach links rübergekommen, habe ihr mitgegeben und dann, ja, Kettenreaktion. Das auch noch ein Problem war, du hattest ja noch die Inters, glaub, drauf, oder? Ja, weil das war ja die Runde, wo ich ja dann nochmal fahren musste, weil das Spiel mich resettet hatte. Also das war ja nicht geplant. Der möchte ich auch mal ganz kurz einhaken, Cookie hat es auch gesagt. Also die Szene lief natürlich sehr unglücklich für ihn, weil der wäre vorne mit dabei gewesen, weil er schon die richtigen Reifen hatte, weil er dieselbe Strategie gegangen ist wie ich. Ja, Gucki hat da auch mal ganz kurz was eingehakt und hat gesagt, wenn man halt wirklich auf langsame Reifen, gerade bei so einem Regenrennen ist wie Inders, dann sollte man halt vielleicht schon gucken. Ich meine, ich weiß die Situation jetzt nicht, ich muss mir die auch angucken, aber dann sollte man vielleicht gucken. Ich war sogar im Ich habe Viper innen durchgelassen und Gucki wollte außen vorbei in der Bergaufkurve. Okay. Ich war schon neben der Strecke und Gucki war noch weiter links. Okay, ja. Ja, wie gesagt, ich muss mir das auch mal angucken. Ich weiß ja jetzt auch nicht. Gucki wollte auch niemand die Schuld geben. Es war halt einfach nur bitter für ihn, weil für ihn war es halt so. Dadurch war der Flügel weg, ja, dadurch war der Strategie-Bonus, den wir hatten, halt auch weg. Er musste musste Regenreifen oder nochmal in die Box. Und die Box hat ihm dann aber Intermediens gegeben. Das heißt, er durfte dann nochmal eine Runde fahren und dann nochmal rein und ihm Regenreifen geben. Dadurch war er dann so weit hinten dran, dass er auch schon überrundete oder Leute haben, die ihm überrunden wollten. Dann hat er sich noch irgendwo mal gedreht. Ja, und weil er da gedreht stand, konnten die ja nicht weiterfahren, weil da ja andere waren. Und dadurch hat das Spiel gemeint, er blockiert den Weg und damit schon disqualifiziert worden. Also kann er halt gar nichts dafür. Und es lief richtig scheiße für ihn, für das, dass er eigentlich sogar auf dem dritten Platz eigentlich unterwegs gewesen wäre. Ich war ja vor der Boxen vom Boxstopp auch Dritter. Mich hat es ja auch komplett durchgereicht. Ich war ja auch gut unterwegs zwischenzeitlich. Bis der Boxstopp halt dann das Spiel entschieden hat, nee, machst du doch nicht. Ja, scheiße, ey. Ja, und der Start war halt auch ganz komisch. Also bei mir war es irgendwie so, Ken gefühlt bleibt stehen. Ja. Ich war schon an ihm vorbei, ja,
Und dann aber auf der Geraden, also auf der, nach der ersten Kurve, irgendwie alle mit Lichtgeschwindigkeit und ich irgendwie mit 10 Tonnen Gepäck oder so, weil ich fast stehen geblieben. Das hatte ich auch. Ich habe am Start direkt 2 Plätze verloren, weil alle irgendwie gefühlt 2 Sekunden vor mir gestartet sind. Das hatte ich auch. Ich hatte das Gefühl beim Start, ich wäre aus der Lobby geflogen und ich würde jetzt gegen die KI fahren, was damals noch ganz früh war. Dann habe ich Marvin gefragt, ey, du bist 5., ich bin 6. Und er so, oha, Remo, du bist auf 6. Und ich so, also es ist doch so, weil ich beim Start, das war übelst krass, wie ich einfach durchschlingen konnte. Ja, das hat mich ja gewundert, wie plötzlich so, Remo hat plötzlich ganz viele Plätze aufgegeben. Ich wusste gar nicht, was da abgeht, wie du so plötzlich ganz weggeflogen bist. Ja, ich bin von 9 auf 10, von 10 auf 6. Ja, eben, Start, von jetzt auf gleich. Ja. Sag mal, Remo, ich habe da gerade was aufgeschnappt. Marvin hat sich bei mir aufgehangen, sagst du? Ich weiß es nicht genau, wie es ist. Er war halt im Rage-Modus. Okay. Auf jeden Fall, er hat sich irgendwie oder ja, disqualifiziert auf jeden Fall irgendwie, ja. Ich möchte mich auf jeden Fall kurz dazu äußern, auch wenn er das jetzt nicht hört. Ist mir scheißegal, ich will das einmal jetzt loswerden, weil sonst vergesse ich das wieder. Also bei mir war das so, das war erste Kurve, ich kam ein bisschen weit raus, ja, und ich habe auch gesehen, dass durch diesen Pfeil halt auch gesehen, dass Marvin noch ein Stück weiter rauskam. Guck aber in den Rückspiegel und sehe, oh, ja, gut, da ist noch 1 Meter Platz zwischen uns, also sprich hinter mir, zwischen Frontflügel und Hinterreifen. Ja. So, und dann denke ich mir, ja gut, dann fährst du normal auf die Strecke und nicht jetzt einmal zack rechts und dann wieder links. Und und dann gucke ich nochmal in den Rückspiegel und ist Marvin plötzlich weg. Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie es genau abgelaufen ist, weil ich musste mich noch drauf konzentrieren. Es waren noch für mich 3 Runden. Ray hat mich dann aber noch überrunden können, somit waren es dann nur noch 2, weil meine Reifen waren langsam am Arsch, deswegen. Habe ich gemerkt, ich habe 5 Sekunden im letzten Stück noch aufgeholt. Ja, gut, ich habe halt auch Ray nochmal vorbeigelassen, das relativ langsam vorbeigelassen. Ich wollte ja auch den Gnadenstoß verpassen. Ich dachte so, ich überrunde dich jetzt noch, dann muss ich auch keine Runde mehr fahren. Oder was heißt Gnadenstoß? Ich wollte ja die Entspannung gehört, die einzige Entspannung. Ja, ich hab's dann halt gemacht, weil ich gesehen habe, Lukas ist so weit hinten, weil sonst hätte ich irgendwie versucht, noch vor dir zu bleiben, dann fährst du ins Ziel, gewinnst das Ding, dann kannst du safe meine Runde fertig fahren. Na gut, so war es auch gut. Aber was ich, also warum Marvin schon im Rage-Mode war, er hat auch mit dir irgendwas. Ja, weil, also, ich weiß nicht, zählt die Haarnadelkurve, also es geht ja auf die ganz lange Gerade, dann kommt ja eine Haarnadelkurve. Die dritte Kurve meinst du? Und dann kommt ja genau die dritte Kurve und dann in der vierten Kurve, ich war zugegebenermaßen schon mit dem linken Reifen auf dem Rasen und ich hatte neben mir links, wohlgemerkt in dieser Linkskurve, noch einen Pfeil. Das heißt, Marvin hat wieder gedacht, keine Ahnung, der Rasen ist wieder asphaltiert oder so. In dem Fall war er einfach zu übermütig, weil man hat gemerkt, er hat durch die Startphase übelst, er kam richtig unter Druck, weil ich mega schnell war. Also und dann hat er sich irgendwann gedreht und meinte, ach komm, den schieben wir jetzt erstmal von der Strecke. Und dann war mein Frontflügel nämlich auch im Arsch. Also ich will jetzt über keinen irgendwie schimpfen oder urteilen, der sich selber nicht da rechtfertigen. Ich unterwegs. Und da hat er, muss ich schon sagen, sehr, 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 sehr waghalsige Überholmanöver. Man kennt sie ja von ihm, so Divebomb-like. Zum Glück, muss man ja sagen, wird man dem Spiel sehr schnell zum Geist. Sonst hätte er mich 2-mal abgeschossen. Und ich auch, das stimmt. Und da muss ich halt auch sagen, gerade in solchen Regenbedingungen, da sollte man dann schon echt safe Überholmanöver machen, weil ich glaube, jeder weiß, dass man da relativ schnell mal ein Aquaplaning hat oder sowas. Oder halt ein gefühltes Aquaplaning, inwieweit es simuliert wird, weiß ich nicht, aber man rutscht halt schon. Und wenn er dann halt so innen rein in der zweiten Kurve, wo es sowieso total eng ist, wo man eh fast zu zweit nicht durchpasst, dann innen rein das irgendwie versucht, habe ich auch gedacht, Marvin, das ist schon. Aber gut, da müssen wir mal mit ihm reden, wenn er auch sich dazu rechtfertigen kann, weil ich will über niemanden schimpfen, der. In der Folge war relativ übermütig, das hat man ein bisschen gemerkt. Eben auch in dem Moment, wo er dann hinter Pacing abgeflogen ist, dann da hast du Controller fliegen hören, da hast du irgendwelche Stifte umfallen hören, da war gemutet und der war weg. Ja, das ist nur noch dann ist vielleicht auch besser, wenn er dann geht und nicht, wie auch immer. Was ich aber noch loswerden wollen würde, ich weiß nicht, welche Runde, das war aber ziemlich am Anfang, und zwar Situation auf dem Weg zur dritten Kurve, also auf dieser Haarnadel, dieses Bergabstück, da gab es wohl einen Unfall mit Hassel. Ja, das war direkt erste Runde, das war erste Runde. Ich weiß nicht, inwieweit. Es war auf jeden Fall so, ich habe links von mir jemand gehabt und rechts von mir war, ich glaube, du. Du warst es nicht. Ja, okay. Nee, weil ich war in der Mitte und dachte so, wo soll ich jetzt hin, ja? Und dann habe ich auch versucht, in der Mitte zu bleiben. Aber dann habe ich halt echt hinten dran nur noch Gespengel gehört und eben dann auch gesehen, dass dich da irgendwie rumgedreht hat und so. Ja, mich ja auch. Aber es waren ja beide Autos ganz, gell? Er hat mich relativ schnell wieder gekriegt, da habe ich ja gedacht, Auto was war ist ganz, aber war halt irgendwie komisch, weil, keine Ahnung, es war so wie so ein Leck.
Hassel war in meinem Auto drin, es hat mich so ein bisschen hochgeschaltet und ich stand im Kies. Ende der Geschichte. Ja, ich will aber kurz reingritschen, denn ich muss gehen. Ich will mich nochmal entschuldigen für die dumme Aktion nach dem Qualifying, dass ich da irgendwie meine Tasten berührt habe. Ja, Punkte werden abgezogen, kein Problem. Also tschüss. Machen wir, geht klar. Nein, super, ich bin auch bei Remo gelandet. Nee, war auf jeden Fall ein cooles Rennen und ja. Ja, tschüss. Bis denn. Ciao, ciao. Ja. Auch noch eine Sache. Tom, ich weiß, ich glaube, das warst du. Ich bin mir nicht sicher. Das war ein ziemliches Tumult am Anfang. Auf jeden Fall war es ein Williams, der da, egal, zweite Kurve, halt das Bergaufstück, da habe ich, glaube ich, beim Anbremsen mich kurz rübergezogen, weil ich mich halt auf Lukas konzentriert habe, Lukas eingelenkt hat, ich wollte natürlich noch schönen Schwung von außen mitnehmen und ich glaube, ich habe dich da ein bisschen rausgedrängt, beziehungsweise ein bisschen blockiert, sag ich mal, ein bisschen. Ja, kann gut sein. Du, das ist alles vergessen, mach dir da keinen Kopf. Das ganze Rennen war, ja, vom Spiel geprägt, sage ich einfach mal. Bugs, Verbindungsprobleme, plus dann noch Starkregen. Das ist halt natürlich. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, weil, also zum Beispiel bei Viper wusste ich es und ich glaube auch so, wie ich es gesehen habe und so wie es Googie auch gesehen hat, war es so, dass ihr beim ersten Stop so ziemlich alle Intermediates geholt habt, oder? Kann das sein? Ja, das war so, ich war. Am ersten Stop habe ich Intermediates geholt, da habe ich aber gesehen, dass wir schon ein paar auf Regenreifen fahren. Deswegen dachte ich, gehst du jetzt rein und fährst und holst Regenreifen. Dann bin ich aber mit den Regenreifen so dermaßen rumgerutscht, dass ich gesagt habe, ich gehe nochmal rein und hole nochmal Intermediates. Also ich glaube, in vier Runden viermal an der Box. Also. Nee, weil das interessiert mich mal, hat bei euch der Teamchef oder der Funk oder wie auch immer gesagt, er soll Intermediates holen oder wie war das bei euch? Weil bei uns. Ja, hat er. Ja. Okay, weil das war echt krass, also das hört man auf unserer Aufnahme direkt und das war auch der Grund, warum wir direkt Regenreifen geholt haben. Der hat direkt am Anfang des Rennens schon gesagt, nach, glaube ich, gerade mal vier gefahrenen Kurven oder sowas, sagt er an, ja, in 10 Minuten gibt es Starkregen. Ja, und dann dachte ich, halt, wenn es heißt dann Starkregen, heißt das für mich, okay, dann machen Intermediates keinen Sinn. Und das war dann auch tatsächlich so, im Boxenstopp hat er dann auch gesagt, ja, in der 7. Runde holst du die Regenreifen. Und zu dem Zeitpunkt waren die Inders auch noch schneller. Also gemerkt, TV bitte leiser machen, danke. Das wäre nicht schlecht, ja, danke. Und, okay, ich mute ihn jetzt einfach mal. Danke. Der hat sonst keinen Sinn. So, wo war ich? Ja, genau, Inders waren da schneller, also Viper war auch schneller, hat mich dann auch überholt. Und dann aber auf einmal hat man halt gemerkt, dass die Regenreifen auf einmal schneller waren. Und ja, dann hat das eigentlich auch gepasst. Aber es finde ich interessant, dass halt tatsächlich der Boxenfunk da halt auch dann bei jedem unterschiedlich war. Ne, ich war am Struggeln. Ich wusste, dass Starkregen kommt. Ich habe es die ganze Zeit gesagt. Ich habe aber trotzdem auf Inters gewechselt. Im Nachhinein war es der dümmste Move, der mir das ganze Rennen versaut hat im Endeffekt. Aber naja, hinterher ist man immer schlauer. Also bei mir war das Ding, ich habe ja, dadurch, dass Marvin ja das Auto verloren hat und mich in die Bande geschoben hat, ich wollte kurz bevor ich in die Box fahre entscheiden, was für Reifen ich jetzt nehme, weil ich nicht wusste, wie lange halten jetzt die weichen Reifen überhaupt. Und das Problem war einfach, dass ich dann so am Struggeln war mit dem kaputten Frontflügel, mit abgefahrenen Reifen und Regen, dass ich dann in der letzten Kurve, wo ich das eigentlich machen wollte, da sind ja Lukas und Marvin und die haben sich ja komplett abgeschossen um mich rum, während ich da rumgeschlichen bin um die Kurve. Und das hat mich so geflasht, dass ich einfach vergessen habe, auf Regenreifen zu stellen, als ich dann in der Box war. Das finde ich auch total dämlich. Dass in dem Moment, wo die Boxenautomatik greift, du nicht mehr die Reifen auflegen kannst. Ja, das finde ich auch scheiße, muss ich auch sagen. Da saß ich dann in der Box, habe die Scheiß-Taste nach oben gedrückt. Ja, toll, ging natürlich nicht mehr. Ja, aber das finde ich auch scheiße, weil du kommst auf manchen Grand Prix auch fast gar nicht dazu, das Steuerkreuz groß zu bedienen. Ich meine, ich glaube auch in dem Rennen gefühlte mal 20 Mal oder sowas nach dem Wetter gefragt, wie sich es jetzt noch verändert und so, weil er dann mal gesagt, ja, das hört dann irgendwann wieder mal auf und dann wird es leichter Regen. Dann hat er eine ganze Weile gesagt, ja, uns liegen keine Daten vor. Wir wissen nicht, was passiert. Dann hast du alle vorher wusstest ganz genau, was passiert und jetzt weiß ich gar nichts mehr. Ja, und dann so scheiße. Und, ich hatte es bei mir auch. Ich bin ja auch auf Intermediates gegangen am Anfang und da habe ich gesehen, irgendwie, ich bin 2 Runden mit den Intermediates gefahren, bis ich gemerkt habe, oh ja, Regenreifen. Aber als ich auf Intermediates war, habe ich gemerkt, okay, Remo auf Regenreifen, der rutscht ziemlich, richtige Wahl getroffen. Im Nachhinein habe ich dann gedacht, nee, doch, falsche Wahl. Ja, es war ein kurzes Zeitfenster, da waren die Inders auf jeden Fall schneller. Ja, es waren 2-3 Runden maximal. Ja, aber so 2-3 Runden, ja. Und dann waren die Regen und dann war es eigentlich das ganze Rennen, so die Regenreifen. Und ansonsten abschließend kann ich nur sagen,
Ja, glücklich, dass ich den einen Boxenshop gespart habe, weil das war eigentlich genau der Boxenshop, den ich vor Viper war am Ende. Ja. Und konnte dann auch immer schön taktieren so ein bisschen. Da haben wir gesehen, Viper kommt ein paar Sekunden ran, ja, dann habe ich wieder ein bisschen Gas gegeben, dann bin ich wieder, war der Abstand wieder gleich und so. Das war dann schon, war dann gut. Naja. Ja, genau, ich habe auch gewartet, weil die Regenreifen haben ja so abgebaut. Und dann wusste ich nicht, fuck, ich muss ich nochmal rein oder nicht. Und dann habe ich halt gewartet, bis Viper reingeht, weil ich wusste ja, auf den muss ich abhängig machen. Ja, ich wusste auch erst nicht, ob man reingehen sollte, aber es ging dann halt irgendwann gar nicht mehr. Nee, die waren richtig rutschig, richtig dunkelorange bei mir schon vorne. Ja, schon 10 Runden Verschluss, ne? Also bei 23 kann ich schon nicht mehr fahren. Ja, und dann war Viper eben drin. Ja, ich wusste halt nicht, ob es jetzt dann gleich aufhört zu regnen, ob dann halt die Inders nicht besser wären jetzt gegen Ende, ne? Und so, und dann und der Typ hat mir immer gesagt, ja, er weiß halt nicht jetzt, was passiert. Und ich so, ja, halt's Maul, Mann. Und dann ist ja gut, jetzt riskiere ich halt mit Regenreifen und gut ist und hat er dann am Ende gepasst. Ja, ja, hat sonst noch jemand was? Ja. Ja, ich. Okay, hau raus. Ja, bei mir war das so, du hast ja vorhin was wegen dem Wetter gesagt, Ray. Ja. Du, bei mir war das so, dass ich, glaube ich, auch 3-4 Mal nachgefragt habe. Ja. Ich rede gerade Sparkplug Games. Ja, Sparkplug redet, du hast ihn eben gemutet. Ja. Ach so. Sorry. Das hast, jetzt. Guck mal, Ray. Ja, geil. Ja, da hat halt eine Frau gesprochen die ganze Zeit. Das hat er genervt, da habe ich ihn gemutet, tut mir leid. Ja, sorry. Auf jeden Fall war das bei mir so, du hast ja vorhin was gesagt bezüglich des Wetters. Ich habe da, glaube ich, auch 3-4 Mal nachgefragt. Beim 4. Mal sagte mir dann, dass es noch 20 Minuten regnen soll. Also ab da wusste ich auch, dass ich da dann mit den Regenreifen durchfahre. Meine Frage jetzt an alle, bin ich irgendjemandem in die Kiste gefahren oder irgendwie aufgrund des Bugs jetzt oder war da alles in Ordnung? Googie auf jeden Fall. Ja, du hast mich auch mal kurz angeschoben, aber das war alles im Raum. Googie? Ich habe mich auch mehrfach angeschoben. Ja, dann Googie. Guck mal, Hot Carshots heißt da. Aber was, hattet ihr was gesagt? Ja, er war innen, glaube ich, und du hast zugezogen und hast ihn dadurch abgeschossen. Ziemlich am Anfang vom Rennen irgendwann mal. Ja, ich glaube, dafür habe ich mich sogar in-game sogar entschuldigt. Also, wie gesagt, ja, das wird er nicht. Das wollte ich auch noch sagen. Also, in-game bitte nicht reden. Das finde ich ein bisschen arg. Das hat mich erstmal ein bisschen verwirrt. Mich auch, ja. Ich dachte, was höre ich jetzt für Stimmen? Ja, also das waren die Stimmen. Ich habe nämlich einen Even ausgesagt, Alter, ich höre Stimmen die ganze Zeit. Ja, und Even, genau. Ich auch. Alles klar. Und dann habe ich auch so gedacht, ich glaube, das ist unser Probefahrer hier. Ja, deswegen mute ich immer direkt alle in der Lobby. Ja, ich eigentlich auch, aber irgendwie habe ich es, glaube ich, vergessen in dem Moment. Der Moment, wo man einfach random Stimmen anhört. What the fuck? Stimmen anfängt zu hören, ne? So, what the fuck? Hat sich irgendwie so ein bisschen angehört wie Heiko Wasser, der im Hintergrund redet. Ich habe erst gedacht, was denn jetzt los? Ja, ich habe auch gedacht, wer redet denn da die ganze Zeit? Ja, das war ich. Das ist mir dann spätestens auch aufgefallen, nachdem ich oben rechts gesehen habe, MS Let's Play 1 spricht. Ich so, okay, jetzt war es vielleicht mal einen Knopf drücken, dass du dich mutest. Ja, das war schon ein kleines Highlight. Ja, gut, aber ich würde sagen, wenn niemand sonst noch was hat. Doch, endlich, doch, ich will. Jetzt, ja, hau raus. Und zwar, es fing ja schon gut am Start an, dass Heiko stehen geblieben ist. Ja gut, kann ja nichts. Dann die erste Szene, die mir wichtig ist. Ich bin links, Viper ist in der Mitte und ich habe mir die Aufnahme angeguckt. Das weiß nicht, ob es Lags waren. Aber du ziehst von rechts nach innen rein und drückst Viper in mich rein und deswegen haben wir uns alle irgendwie verbremst danach die Kurve. Zum Beispiel. Also direkt nach der ersten Kurve war das. Also Psychos hat Viper, oder wie war das? Nein, Viper war in der Mitte, ich war ganz links und du warst rechts, aber du bist in meiner Aufnahme, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber von rechts nach links gezogen und hast Viper in mich reingedrückt. Also ja, Fakt stimmt, ist, genau, das habe ich von hinten gesehen. Warte, Moment, also, ich guck mir das mal an. Ihr wart eigentlich relativ, ihr seid halt 3 nebeneinander gefahren, hattet eigentlich alle genug Abstand, dann hat es kurz geleckt bei mir und dann wart ihr alle wirklich Reifen an Reifen und dann ist, keine Ahnung, irgendein Kuddelmuddel. Aber das sah total komisch aus. Ja, also bei mir war das gleich am Start, oder das was? Ja, genau, gleich nach der ersten Kurve war das. Auf dem Weg zur zweiten Kurve. Ganz genau, ja, genau. In diesem kleinen Linksknick war das ungefähr. Ja, eben, genau, das war das Problem, das, was ich vorher gemeint habe, dass am Start ist eben Psychos stehen geblieben und dann auf dieser Geraden eben, also auf dem Weg zur zweiten Kurve, war ich voll langsam, da bin ich fast stehen geblieben. Ich weiß nicht, ob das eben halt auch dann ein Verbindungsfehler war. Ich gucke mir das jetzt auch mal gerade mal an. Aber wie gesagt, ich wollte da auf jeden Fall niemand irgendwie Kampflinie halt wollte ich auf jeden Fall nicht fahren, wenn ihr da schneller gewesen wärt. Okay, ich gucke jetzt gerade mal, ob ich die Zähne gerade schnell finde. Soweit. War nämlich eng, war im Stahl. Also war wirklich, das war eng. Also. Aber abgeschossen ist da jetzt keiner worden. Nee, also wir haben uns zwar verhakt, aber es ging. Ja, ich gucke es mir jetzt gerade nochmal schnell an. Weil.
So gerade induziert. Hey, weil das war ganz komisch. Ich war mega langsam da auf einmal. Jetzt seid ihr beide genau, ihr seid parallel quasi. Jetzt bin ich da rechts und. Ah, ja, dieser Linksknick, ne? Ja. Jetzt sehe ich es genau, da gab es ja diese Berührung. Genau. Ja, also wie gesagt, da wollte ich nicht zuziehen, aber ja, da hätte ich ein bisschen mehr Platz lassen können, das stimmt. So, kurz danach auf jeden Fall verbrennst dich Psychos in mich rein. Gut, passiert, habe ich dann Platz an dich verloren und ja, an Psychos. Dann bleibe ich schön in, will dich nicht rausschießen. Auf einmal leckt dann Lotus in mich rein. Ja, ja, ich hatte das Problem, du bist halt in mich reingeleckt und deswegen. Ja, ich war ganz rechts, also ich konnte echt nichts machen. Ich habe extra früh gebremst sogar. So, eine Runde später, gleich an der gleichen Stelle, hat sich Schwertbier mit jemandem duelliert. Verliert das Auto leicht, ich setze mich rechts neben ihn und obwohl er das Auto schon gefangen hat, fängt er auf einmal an, einfach nach rechts zu lenken und dann war Ende für mich im Rennen. Dann war ich kaputt. Aber dann nochmal auch Respekt eigentlich an Viper und Hustle, wenn die da so abgeflogen sind, dass ihr dann noch aufs Treppchen gefahren seid. Ja, bei uns ging halt bei dem Leck-Ding da Gott sei Dank nichts kaputt. Ja klar, aber es war trotzdem ärgerlich, gerade am Start und bist so weit hinten dran. Ich meine, gut, durch die Boxenphasen, denke ich mal, hat sich das Ding auch ganz gut wieder durchgespült, schätze ich mal, nach vorne. Aber trotzdem, muss man trotzdem erstmal machen. Ja gut, ansonsten, hat noch jemand was? Glaube nicht. Ja, dann, wie gesagt, nur ein Sorry an all die Beteiligten. Ah, jetzt bei so einem Chaosrennen, ich glaube, wenn die Verbindung nicht passt, dann Regen noch und dann noch Österreich mit diesen engen ersten und zweiten Kurven und die dritte ist auch noch nicht gerade weitläufig. Kann immer was passieren. Ja gut, also, ich würde sagen, wir schließen jetzt die Nachbesprechung. Die ist jetzt eh ein bisschen länger als normal, aber nach so einem Rennen kann ich das auch verstehen. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zusehen, egal auf welcher Sicht ihr das jetzt geguckt habt. Checkt auf jeden Fall mal auch die anderen Sichten aus, die sind wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Und lasst denen doch gerne auch mal ein Däumchen da freut sich jeder drüber. Und ja, ansonsten sind wir raus und hören und sehen uns doch hoffentlich zum 12. Rennen wieder. Mal gucken, wo es dann hingeht, ob wir dann eine Regenserie fortsetzen. Mackie hat da vielleicht jetzt irgendwas ins Leben gerufen oder vielleicht wir auch wieder mal ein trockenes Rennen haben. Mal gucken. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, die mitgefahren sind und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.